Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Der Börseninvestor mit und von Ulrich Müller. Heute mit dem Thema Optionen und Optionsscheine. Teufelszeug oder Wundermittel? Ja, ich freue mich, dass du heute in meinem Podcast mit dabei bist und wir wollen mal ein bisschen in die Tiefe der Börse einsteigen. Wir werden uns heute kümmern um das Thema Optionsscheine und Optionen, was ein sehr, sehr spannendes Thema ist, was die meisten Menschen aber aufgrund von Angst, von Risiko mit Gierfristhirn, Zocken oder auch dem Totalverlust verbinden. Ja, was ist eigentlich ein Optionsschein oder eine Option? Was ist der Hintergrund dazu und wofür kann man den eventuell auch nutzen? Ein Optionsschein oder auch eine Option beinhaltet grundsätzlich das Recht, aber nicht die Pflicht, dem Optionsschein zugrunde liegenden Basiswert, zum Beispiel einer Aktie, Index oder auch Währung, zu einem vorab festgelegten Zeitpunkt, das sogenannte Laufzeitende, zu einem ebenso vorher festgelegten Preis, nämlich dem sogenannten Basispreis, ein Vehikel zu kaufen mit einer Call-Option oder auch zu verkaufen mit einer Put-Option. Fassen wir den Satz nochmal einmal kurz zusammen. Eine Option oder auch Optionsschein beinhaltet das Recht, aber nicht die Pflicht, eine Aktie zu einem vorher festgelegten Zeitpunkt, zu einem festgelegten Preis zu kaufen oder zu verkaufen. Hierbei setzt sich das Ganze zusammen aus verschiedenen Facetten. Zum einen dem sogenannten Basiswert. Das ist entweder die Aktie, der Index oder auch die Währung, um den es in diesem Beispiel geht. Zu einem vorher festgelegten Laufzeitende oder Zeitpunkt heißt, dass eine Option oder ein Optionsschein immer eine gewisse Laufzeit haben. Optionen zum Beispiel verfallen typischerweise am dritten Freitag im Monat. Und der letzte Punkt zu einem vorab festgelegten Preis oder Kurs, das ist der sogenannte Basispreis, zu dem eben die Aktie verkauft mit einem Put oder gekauft mit einem Call werden kann. Es gibt noch ein paar mehr Punkte, was bei einem Optionsschein oder bei einer Option beachtet werden sollte. Das ist zum Beispiel, wenn du ein Käufer eines Puts oder eines Call bist, dann hast du das Problem, dass immer der sogenannte Zeitwert gegen dich läuft. Warum werden Optionsscheine und Optionen aber natürlich sehr, sehr gerne genutzt? Das große Zauberwort lautet in diesem Beispiel das Wort Hebelwirkung. Nehmen wir dafür ein ganz, ganz einfaches Beispiel. Stell dir vor, du würdest heute eine Aktie kaufen, zum Beispiel von SAP. Und diese Aktie von SAP würde bei $100 stehen oder 100 Euro und würde auf 110 Euro steigen. Dann hättest du 10 Euro gewonnen und damit 10% Gewinn eingestrichen. Hättest du jetzt aber auf diese Aktie von SAP einen Optionsschein oder eine Option gekauft, dann hättest du eine sogenannte Hebelwirkung. Das wird in Optionsscheinen auch immer mit dem sogenannten Hebel dargestellt. Das heißt, man nutzt einen Hebel auf die Performance. Hättest du dir rausgesucht einen Hebel von 4, dann hättest du statt 10% satte 40% gemacht. Das ist auch der Grund, warum viele sagen, das ist Teufelszeug, Totalverlust droht, das ist absolutes Zocken oder eben auch das Thema Gier frisst Hirn. Jetzt stellt sich dabei aber die Frage, ist das wirklich Teufelszeug oder ist es vielleicht ein Wundermittel, vor dem man Angst hat, weil man gar nicht richtig weiß, wie es funktioniert und welche Stellschrauben da man mit beachten muss? Es gibt an der Börse viele, viele verschiedene Themen im Bereich der Derivate, im Bereich der CFDs, der Optionen, der Optionsscheine, der Futures, also viele mögliche, ich sag mal, künstliche Produkte, um an deiner Performance zu schrauben, das heißt mehr Gewinn zu machen, aber auch um dein Depot ein Stück weit abzusichern, es also als eine Art Versicherung zu nutzen. Im Übrigen sei hier mal ganz kurz erwähnt, wenn wir die Börse nehmen und es würde keine Optionsscheine, keine Optionen, keine Derivate und Futures mehr geben, dann wäre der Börsenmarkt tatsächlich wahrscheinlich relativ tot. Denn viele Profis, die sich auf diesen Markt wagen,
die würden niemals an der Börse handeln, wenn sie sich nicht ein Stück weit abhedgen können. So nennt man das. Abhedgen, es übersetzt nichts anderes als absichern. Das heißt, man geht vielleicht mit Aktien, mit Währungen, mit Indizes ein gewisses Risiko ein und nimmt einen Teil seines Geldes, vielleicht ein paar Prozent, und kauft sich damit eine Absicherung. Und diese Absicherungen sind typischerweise Optionen, Optionsscheine, Derivate und Futures, um sich eben damit abzusichern. Wenn du ein professioneller Vermögensverwalter bist, dann hast du immer einen gewissen Risikobereich oder Risikobudget, was du nutzt in deinem Konto. Und sobald das aufgebraucht ist, greift eben das Thema der Sicherung und dementsprechend sichert man sich ab. Für mich würde Börse absolut nicht mehr funktionieren, wenn man nur noch Aktien kauft. Dann ist man in der alten Strategie von André Costolani, nämlich Buy and Hold, und würde einfach abwarten, dass die Märkte wieder steigen. Langfristig tun sie das auch immer, aber du kannst halt eben über diese genannten Vehikel wie Optionsscheine oder auch Optionen dich auf der einen Seite deutlich besser absichern, auf der anderen Seite aber auch deutlich besser die Chancen nach oben mitnehmen. Jetzt wollen wir uns noch ein bisschen die Vorteile, Nachteile und auch die Strategie zum Thema der Optionen und Optionsscheine angucken, weil hier gibt es einige Dinge zu bedenken und ein ganz, ganz großes Problem gleich ganz am Anfang. Das ist der sogenannte Zeitwertverlust. Das ist ein Aspekt, der einem zum Verhängnis wird, wenn man eben in Optionsscheine oder Optionen wählt und nicht genau auswählt, dass die in deine eigene Strategie passt, die man letztendlich fahren will. Und das ist in diesem Fall der sogenannte Zeitwert. Das wird auch gerne als Aufgeld genannt. Das heißt, ich zahle für einen Optionsschein oder eine Option dementsprechend ein bisschen mehr Geld, weil ganz vereinfacht gesagt, kaufe ich mir mit diesem Vehikel auch eine gewisse Zeit und diese Zeit sichere ich mir ein Stück weit ab und dafür wird natürlich ein gewisses Aufgeld genommen, was der Gegenüber von mir kassiert. Wenn ich aber dementsprechend Besitzer von Optionsscheinen oder Optionen bin, dann knabbert so ein bisschen dieses schwindende Aufgeld an meinem Gewinn und das nennt sich der sogenannte Zeitwertverlust. Hierbei muss ich eben ganz genau beachten, womit arbeite ich, in welche Richtung spiele ich eigentlich, setze ich auf steigende Kurse, setze ich auf fallende Kurse und auch welche Laufzeit sollte ich in dieses Spiel mit einbeziehen. Das sind die beiden Faktoren, die eben auch einen Optionsschein oder eine Option als Wert beziffern. Das ist zum einen die Laufzeit und der damit gegebene Zeitwert und eventuell, muss nicht immer so sein, ein sogenannter innerer Wert. Um hierzu vielleicht ein ganz plakatives Beispiel zu nehmen, sind Optionen und Optionsscheine Teufelszeug oder Wundermittel, möchte ich vielleicht ein plakatives Beispiel nehmen aus dem Bereich der Automobilindustrie. Stell dir vor, du fährst ein Auto, was 400 PS hat. Und unter normalen Fällen sind wir uns wahrscheinlich einig, 400 PS brauchst du eigentlich gar nicht. Es kann aber sehr wohl Fälle geben, wo du die 400 PS doch brauchen kannst. Und hier meine ich eben nicht den Moment an der Ampel und ich bin der Schnellste, sondern vielleicht überholst du auf der Landstraße ein Fahrzeug und dir kommt von vorne doch schneller als erwartet ein Auto entgegen, dann hast du mit 400 PS die Möglichkeit, deutlich schneller zu beschleunigen und dementsprechend am Auto schneller vorbeizuziehen, was letztendlich tatsächlich deine Sicherheit erhöht. Und so würde ich auch Optionsscheine und Optionen nehmen, wobei man darüber noch philosophieren kann, ob man beides will oder nur auf eins der beiden Vehikel setzt, das lasse ich jetzt mal offen stehen. Aber du siehst, in dem richtigen Moment kann sehr viel PS vielleicht dein Leben retten. Und das Gleiche nehme ich auch für Optionen und für Optionsscheine. Im richtigen Moment, sinnvoll eingesetzt, kann es deinem Depot ein bisschen mehr Performance geben, aber fast noch wichtiger, auch eine viel, viel größere Sicherheit, als du das zum Beispiel rein mit Aktien hättest. Dazu ist es auch die Frage, wie startet man denn eigentlich mit dem Thema? Die erste Frage ist, dass du das richtige Depot findest bei einer richtigen Depotbank, wo du eine vernünftige Sicherheit hast, eine gute Transparenz, eine vernünftige Kostenstruktur und wo du die Vehikel auch wirklich handeln kannst, die du möchtest. Der zweite Punkt, der viele Menschen auch vom Traden damit abhängt oder abhält, ist die Sache der Steuern.
Auch darüber darf man sich Gedanken machen, dass man sich überlegt, wie muss ich eigentlich Trading-Gewinne versteuern? Kann ich das selber oder setzt das im Zweifel jemand anders für mich um? Der dritte wichtige Punkt für mich, und das kommt gerade bei den Optionen und bei den Optionsscheinen dazu, das ist die für dich richtige Strategie. Es gibt unglaublich viele Möglichkeiten, mit Aktien, Optionen, Optionsscheinen oder auch Derivaten über Forex, über Indizes, Währungen oder auch Rohstoffe gutes Geld zu verdienen. Die Frage ist aber, wie sieht deine konkrete Strategie aus? Hast du eine glasklare Strategie, wie du in jeder Zeit an den Märkten tatsächlich Geld verdienen kannst? Nach der Strategie, und dazu gehört für mich auch, kommen natürlich die passenden Regeln. Auch das leitet sich von der Strategie schon ab. Die Frage ist, hast du die klare Strategie? Hast du daraus abgeleitet deine Regeln? Also wann kaufe ich eine Aktie? Wann verkaufe ich eine Aktie? Wann verkaufe ich vielleicht Teile einer Aktie? Wann kaufe ich eventuell nach, wenn der Markt ein Stück gefallen ist? Welche Cashquote habe ich eigentlich in meinem Konto? Nutze ich eigentlich einen Hebel in meinem Depot und gebe ein bisschen mehr Gas? Und wie sichere ich mich vielleicht auch mit Optionen und Optionsscheinen ab? Du siehst, es gibt eine ganze Menge an Fragen. Wir könnten noch reden über die Cashquote, über die richtige Diversifizierung, über vielleicht deine Morgenroutine, deine Wochenroutine. Wann guckst du eigentlich rein und wie setzt du das Ganze um? Last but not least fällt natürlich auch die Trading-Psychologie dort rein. Und mit wie viel Geld arbeitest du überhaupt? Wie steht es eigentlich mit der Diversifizierung in deinem Depot? Du siehst, ich habe dir jetzt in einer Minute viele, viele, viele Punkte genannt, die unglaublich entscheidend sind, um an der Börse Erfolg zu haben oder auch nicht. Die Frage ist, ob du jetzt mit diesen Themen alleine losläufst und dir Lösungen suchst oder ob du dir vielleicht die Dinge über uns erklären lässt. Was ich dir in jedem Fall mitgeben kann, ist, Risiko entsteht immer dann, wenn Menschen nicht wissen, was sie tun. Und das ist der große Faktor, über den du hierbei nachdenken solltest. Ein letzter Punkt für dich ist das Thema der Optionsscheine und der Optionen. Und ich habe dir eben schon vom Zeitwertverlust erzählt. Grundsätzlich hast du natürlich sowieso auch Kosten, um dort einzusteigen. Gewisse Themen fallen in den neuen Verlusttopf der Steuer. Und alles entscheidend bei Optionsschein und Optionen ist tatsächlich, in welche Richtung spielst du eigentlich das Spiel? Eine einfache Regel an der Börse sagt, unten einsteigen, oben aussteigen. Aber wann ist denn eigentlich unten? Weißt du wirklich, wann die Werte und die Kurse unten sind? Oder sind vielleicht nur die Preise unten, aber die Werte noch oben? Vielleicht kaufst du auch einen tollen Wert zu einem günstigen Preis. All das sind Faktoren, die deine Strategie unglaublich beeinflussen, in welche Richtung dein Erfolg geht. Man sagt so gerne, wenn du mit Trading anfängst und das erste halbe oder ein Jahr kein Geld verloren hast, dann hast du schon richtig viel richtig gemacht. Ja, du hast genau richtig gehört. Nur für Menschen, die am Trading loslegen, die vorher keine Erfahrung haben und die nach dem ersten Jahr tatsächlich sagen können, ich habe kein Geld verloren, da sagt man schon, das ist ein guter Start gewesen. Vielleicht denkst du darüber einmal nach und fragst dich, ob du da die Dinge selber beibringen willst oder ob du vielleicht auch an die Ulrich Müller Wealth Academy herantrittst. Wir haben mittlerweile mehr als 12.000 Menschen geschult. Davon sind noch 84% dabei. Und die machen eine Durchschnittsrendite von sage und schreibe knapp an die 3% pro Monat. Und das tun sie genau, weil sie lernen, wie das Spiel funktioniert. Zum Beispiel würdest du Golf lernen, ohne dir ein Golf-Pro zu nehmen? Würdest du Fußball lernen, ohne einen Fußballtrainer? Würdest du beim Eishockey einfach aufs Feld fahren oder laufen oder mit Schlittschuh fahren und würdest einfach mitspielen? Würdest du ein Instrument lernen, ohne dir einen Trainer zu nehmen? Lernst du eine neue Sprache ohne einen Sprachtrainer? Überall nimmst du Menschen an deine Hand, um Gas zu geben. Ich finde aber faszinierend, dass viele Menschen in Deutschland zum Thema Geld sich tatsächlich keinen Trainer nehmen. Das wollte ich dir einfach mal als kleines Feedback mit dazugeben. Wenn wir jetzt nochmal drüber nachdenken, Optionsscheine oder Optionen, Teufelszeug oder Wundermittel.
dann kann ich dir ganz klar sagen, viele, viele, viele Menschen da draußen, wahrscheinlich 99%, sagen schon bei der Aktie Teufelszeug, bei den Optionsscheinen und Optionen erst recht. Ich sag dir, absolutes Wundermittel für mein Depot, lässt mich ruhiger schlafen und mir unglaublich viele Möglichkeiten eröffnen, mit denen ich tolle Gelder und Verdienste einfahren kann. Ja, ich hoffe, dass dir auch dieser Podcast wieder gut gefallen hat. Hab eine kleine Bitte an dich. Wir gehen jetzt alle ein Stück weit in die Sommerpause. Wenn dir mein Podcast gefällt, dann gib doch gerne 5 Sterne und bei Fragen darfst du gerne unten kommentieren. Und dann freuen wir uns auf jeden Fall von dir zu hören. In diesem Sinne, euch eine wunderschöne Sommerzeit. Bleibt alle gesund. Vielen, vielen Dank, dass ihr meinen Podcast hört. Und ich hoffe, auch diese Folge hat dir wieder einen gewissen Mehrwert gegeben. In diesem Sinne, bis ganz bald und liebe Grüße. Ciao.